Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat und zu Teil 2 unseres ja, China-Pendant-Baues des Lego-Sets der Monster Fighters Geistervilla. Hier steht das Teil schon, oder des Geisterhauses. Hier nochmal die Anleitung, kein Original-Lego, das China-Pendant. Ihr könnt vielleicht hier erkennen, ja, um welchen Hersteller es sich handelt. Ich verlinke euch natürlich genau wie im ersten Video alle Sets, die man hier kaufen kann, original, wie auch die China-Version, die man auch teilweise hier aus Spanien beziehen kann, hier unten in meiner Videobeschreibung. Tja, ihr seht schon, wie weit ich hier gekommen bin in Teil 1. Der erste Stock oder das Erdgeschoss ist fertig. Der erste Stock ist soweit eingezogen, aber hier drin, da ist noch alles sehr, sehr, ja, spartanisch. Keine Einrichtung. Die bauen wir heute unter anderem. Und mal ein kurzer Überblick. Etwas über 2000 Teile hat ja dieses Set hier und ja, so viele sind noch übrig. Wer hat nachgezählt? Ich nicht, aber es sind auf jeden Fall noch genügend Teile. Kurzer Rundgang. Ihr seht, Eingangsbereich, erster Stock, wunderschöne Aufkleber, Fensterläden, das Ganze auch von der Seite hier mit den sehr schönen beplankten und vernagelten Fenstern hier. Wir haben ein Stück Wand in der Hand, das ist jetzt hier gerade abgegangen. Wir haben hier einen Klappmechanismus, ihr könnt das Teil also später aufklappen. Wir haben schon gebaut hier unten unsere Hexenküche. Wir haben hier den schönen Kamin mit dem Schiff in der Flasche, den Treppenaufgang und ja, das leere erste Stock. Und jetzt mache ich direkt mal hier nochmal die Mauer dran. Denn ich will ja hier nicht abreißen. Nein, ich will weiterbauen und das werde ich jetzt auch tun. Wer die ganzen Details nochmal ausführlich sehen möchte, Freunde, ja, schaut euch einfach Teil 1 dieses echt wunderschönen Baus von diesem tollen Set an. Das macht riesig Spaß. Ich kann es euch nur sagen, ich hatte auf jeden Fall riesig Spaß. Und der erste Teil, den habe ich euch auch hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, genug Vorrede, jetzt geht's hier aber weiter. Jawohl, jetzt lohnt es sich nochmal hier genau reinzuschauen. Ich habe viele kleine Sachen gebaut, aber zuerst mal die, ja, Wände. Wir haben hier noch ein bisschen eine Reihe für die ganzen Wände hier aufgezogen. Ja, die üblichen Steine, die üblichen Verdächtigen, dass wir hier nochmal eine Stufe höher gekommen sind. Und wir haben hier die Inneneinrichtung vom ersten Stock gebaut. Und wir fangen mal hier ganz links an. Ich hoffe, man kann es hier noch erkennen. Ich muss ein bisschen was drehen. Moment. Das ist ja alles gar nicht mehr so einfach. Ich mach's ab. Jawohl, so machen wir das. Also wir haben jetzt hier die Bilder und das sind natürlich auch die Aufkleber, die aufgebracht wurden. Das hier ist einmal der Werwolf. So die Motive selbst finde ich echt schön. Fände es natürlich noch schöner, wenn das hier bedruckt wäre. Ja, die Aufkleber, sie könnten vielleicht ein klein bisschen stärker farbig sein, aber da das alles so eine alte Optik hat, finde ich, geht das völlig in Ordnung. Also wird auch immer hier befestigt an so einer einzelnen Noppe. Dann wird es hier angeklippt. Moment, so eine Stufe tiefer. Und dann hängen die hier so schön schräg dann in der Gegend rum. Also das war das erste Bild. Dann haben wir hier einen kleinen Tisch gebaut mit einer Flasche und mit so einem Glas noch dabei. Da hinten, das hier ist ja die, wie nennt man das? Da, wo die Briefe geschrieben wurden. Also hier hinten das Blaue, das ist so ein Tintenfässchen oben mit einer Feder. Das steht auf einem kleinen Tischchen drauf. Und hier nebendran haben wir auch den kleinen Tisch mit den Fliesen und mit, ja, mit so einem Brief sogar noch. Und das ist eine bedruckte Fliese. Finde ich wieder mal sehr schön. Kann man hier sehen mit einem Herzchen drin. Ach, Herz allerliebst, ein Liebesbrief hier in der Monster Villa. Der wird allerdings nur hier lose aufgelegt. Da muss man schauen, dass der nicht verloren geht. Und dann kommt das Ganze hier hinten drauf. Tja, hält bei mir nur leider nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Ihr seht, hier hinten ist so ein Gelenksteinchen drauf, das noch in so ein Gelenk eingeklippt werden muss. Aber ich konnte hier in meinem ganzen Kram, der hier noch so rumsteht, das Gelenk nicht finden. Ich vermute mal, das steckt schon noch irgendwo. Ich habe es nur nicht gefunden, deswegen lege ich das jetzt hier mal so, ja, ein bisschen provisorisch einfach mal zur Seite. Dann haben wir hier noch unseren weiblichen Vampir gebaut. Ui. Und direkt mal hier auseinandergeköpft. Da gibt es Unterschiede, Freunde, zum Original. Jawohl, es gibt Unterschiede. Schaut euch mal hier das Bild an mit dem Original und vor allem schaut euch mal die Haare an. Ich zeige es euch nochmal dort, wo man sieht, wie die Figur dann gebaut wird. Da kann man es noch besser erkennen. Nämlich hier, so soll sie aussehen.
Und so sieht sie aus. Also wir haben hier eine ganz andere Frisur mit dabei. Da gehen die Haare nicht über die Schultern drüber, wie hier, sondern ja, da hat Lippin einfach was anderes dabei gelegt. Ansonsten sieht es gut aus. Wir haben hier das Kleid, schön alles ein bisschen zerfranst und zerrupft, mit einer Taille, die hier angedeutet wurde, mit so einem schrägen Stein unten als Rock. Hinten nochmal bedruckt auf dem Rücken, das ist alles soweit gut. Und sie soll auch im Dunkeln leuchten. Ja, kann ich jetzt hier schlecht zeigen. Aber was ich euch zeigen kann, ist, dass sie ein Wendegesicht hat. Ja, ich kann es euch nicht zeigen. Das hier ist wieder typisch für diese China-Lego-Figuren. Wenn da mal die Frisur drauf ist, dann bekommt man die gar nicht mehr runter, weil eben auch der Kopf so locker, in Anführungszeichen, hier auf dem Torso drauf sitzt, dass wenn man da die Frisur abzieht, dass die einfach ja mehr Halt hat als, ja, oder manchmal auch nicht. Naja, gut, da ist sie doch noch abgegangen. Oft ist es so, dass man die nicht mehr abbekommt. Sehr schön. Also hier haben wir einmal das böse Gesicht und dann einmal das etwas, ja, verschmitzt grinsende Gesicht. Also so wahrscheinlich, wenn sie einen anfällt, um Blut zu saugen und so, wenn sie denkt, jo, hat gepasst, hat geschmeckt. So, sehr schön. Ich baue die mal nochmal flott hier zusammen und dann können wir sie an ihren Platz stellen. So, Frisur einmal drauf und sie kommt dann hier hinten hin. Da soll sie stehen. Also, das war der eine Raum hier mit dem Treppenaufgang. Kurz schauen. Ne, da hängt kein weiteres Bild mehr. Dann kommen wir hier in den nächsten Raum. Das ist dann ja das Schlafzimmer. Auch da haben wir einmal hier ein schönes Bild von einer Mumie, wieder ein Aufkleber schräg aufgehängt. Dann hier nebendran ein sehr schöner kleiner Schrank, den wir gebaut haben. Und ich denke, der müsste rein theoretisch auch noch zu öffnen sein. Jawohl, da könnt ihr es sehen. So, geht ein bisschen schwergängig, aber jawohl, man kann den Schrank noch öffnen. Und ihr seht es, ja, wir haben keine Rückwand drin. Also, da hat irgendjemand vergessen, die Rückwand noch reinzunageln. Egal, wir machen die Klappe wieder zu. Keiner hat was gesehen. Hier unten, dort haben wir ein Glasbehältnis mit ja einem menschlichen Herz drin. Das ist ein Aufdruck auf so einem 1x1er Rundstein mit der Kuppel drüber. Finde ich ein sehr schönes kleines Detail. Oben drüber haben wir nochmal ein schönes Bild vom Frankenstein-Monster. Natürlich auch hier wieder ein Aufkleber. Vom Design her finde ich diese ganzen Poster echt schön gemacht. Gefällt mir sehr gut. Dann gehen wir hier mal weiter. Wir haben hier so zwei Lampen. Hier oben die transparenten Teile, das sind einfach ja Minifigurenköpfe in transparent. Aufgesetzt hier auf einem Fernrohr und in, ja, in so eine C-Clamp reingeklippt und dann an einer Noppe hier jeweils befestigt an der Wand. Sieht auch schön aus in diesem Gold. Und hier unten drunter das, ja, das soll wohl sowas wie ein Geweih sein, gehe ich mal von aus. Auch ganz interessant gebaut. Ja, man kann es erkennen. Ich denke, das ist ein Geweih an der Wand. Gehen wir ein bisschen weiter runter. Dann haben wir hier ein Bett. Aber na, da würde ich mich nicht reinlegen wollen, denn ja, da ist ja gar keine Matratze drauf. Nur der Lattenrost, der hier gebaut wurde. Vielleicht guckt deswegen auch unser Vampir ein klein wenig schockiert. Denn das ist die nächste Figur, die wir gebaut haben. Unser männlicher Vampir. Ich nehme ihn hier mal raus. Und wir schauen ihn uns genauer an. Auch hier soll der Kopf nachher leuchten. Und jetzt habe ich ihm aus Versehen hier den Kragen runter gemacht. So, der Kragen, der soll ja schön hochstehen. Und ihr seht, der Aufdruck vom Gesicht, finde ich, der ist echt gut geraten. Der hat auch wieder zwei Gesichter. Das hier ist das Angriffslustige, das andere zeige ich euch gleich. Hier unten ein netter Aufdruck auch auf dem Oberkörper. Hier mit Taschenuhr, mit Kette, Knöpfe, so einem Rüschenhemdchen drunter, ganz schön. Und dann die Beine sind auch nochmal aufgedruckt. Hier auf der Rückseite haben wir sogar auch nochmal einen Druck, obwohl wir dort ja hier dieses, den Umhang drüber haben. Aber ja, wieso nicht? Ne? Über Drucke beschweren wir uns nie. Und dann nehme ich ihm mal schnell die Frisur runter, um euch nochmal das Wechselgesicht zu zeigen. Einmal das böse Gesicht und einmal das, na, stellt scharf, ja, das ebenfalls böse Gesicht, aber nicht ganz so angriffslustige Gesicht. Ja, die Frisur, schauen wir mal kurz. Hier ist ja die Originalanleitung und die, boah, die passt. Ja, würde ich sagen, die Frisur, die passt, die ist in Ordnung. Hier hatten wir eine etwas andere Frisur. So, gehen wir nochmal weiter im Raum. Wir haben hier nochmal, ja, so eine Zimmerpflanze, die hier in so ein Fässchen reingestellt wurde. Sieht auch sehr schön aus. Und damit wäre dann, ja, unser erster Stock fertig möbliert. Mehr kommt da nicht rein. Einmal hier das Schreibzimmer,
einmal das Schlafzimmer. Und wenn wir jetzt einen Blick in die Anleitung werfen, sehen wir, dass wir jetzt hier nochmal die Querverstrebungen hier einsetzen. Und anschließend ziehen wir dann mal die Decken hoch und dann geht es schon weiter mit dem dritten Stock. Also, es gibt noch eine ganze Menge zu tun, Freunde. Superset macht riesen Spaß. Ich freue mich und setze ihm nochmal die Friese auf und dann geht es hier direkt weiter. Oh Leute, es gibt ganz wunderbare Nachrichten. Ich kann euch ein tolles Play-Feature zeigen und mein vermisstes Stück ist aufgetaucht. Also das vermisste Teil, das kann ich euch mal hier zeigen. Wenn ich aufklappe, hier hinten das Tischchen, wo der Brief drauf kommt, da habe ich jetzt das Gelenkteil endlich gefunden, da hinten. Also das hat nicht gefehlt, alles gut soweit. Ja, und ihr seht schon, ich habe hier die Decken eingezogen, also wir haben hier aus diesen längeren schmalen Platten hier diese Querstreben gebaut, die wir hier eingezogen haben, um dann hier die Platten draufzusetzen von unserem Dachgeschoss. Einmal natürlich in dem Bereich, einmal in dem Bereich. Und wenn ich mal zuklappe, dann kann man jetzt hier von oben ganz schön sehen, ja, wie jetzt hier der Grundriss aussieht. Wir haben hier überall diese Verzierungen angebracht. Also das sind ganz, ganz oft immer diese gleichen Teile, hier diese Slopes, glaube ich, kann man die nennen. Und dann haben wir immer hier so ein kleines Rundsteinchen dazwischen, Slope, Rundsteinchen, Slope, Rundsteinchen und so weiter. Und das haben wir hier einmal komplett rund umgebaut. Also da war eine ganze Menge von den Steinchen im Spiel. Dann haben wir hier noch irgendwelche Vorbereitungen getroffen mit diesen braunen, einmal zweier Steinen im Hauptteil. Und ganz cool ist jetzt dieses Ding hier, denn hier haben wir eine Leiter auf den Dachboden und die hat eben dieses Play-Feature. Hier an der Seite könnt ihr sehen, hier habe ich so ein Hebelchen, was ich ziehen kann. Und wenn ich da dran ziehe, ja, dann klappt hier die Leiter runter. Und ich zeige es euch nochmal von innen. Und das wäre in dem Bereich hier ein klein wenig duster ist es, aber das ist eben so in einem Spukhaus. Ich ziehe nochmal am Hebelchen und da klappt die Leiter runter und ich kann die dann hier auch entsprechend ausfahren. Also wir haben hier eine richtig schöne, ja, Klappleiter, die dann hier auf den Dachboden dann führt. Das ist doch mal eine nette Idee. Also richtig, ja, süß gemacht, doch, muss man sagen. Und ja, wenn man sie nicht mehr braucht, dann klappt man sie einfach wieder zusammen. Geht auch wunderbar. Einmal hochmachen und hier das Hebelchen einfach wieder reinschieben. Das ist unspektakulär. Das ist eine kleine Achse, die durch einen Stein durchgeführt wird, hier mit Loch. Und dann kann man das rein- und rausziehen. Ganz, ganz einfacher Mechanismus, aber ein sehr, sehr schöner Effekt dafür. Ja, und jetzt haben wir hier schon ein recht massives Gebäude. Wir sind übrigens, dass ihr mal eine Idee bekommt, wo ich gelandet bin. Lasst mich kurz schauen. Hier sind wir bei Bauschritt 101 und das Ganze auf Seite 67. Insgesamt haben wir ja, na, wie viel waren es? 95 Seiten, also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja, hier ist noch ganz ordentlich Material vorhanden, was hier lustig munter verbaut werden kann. Und als nächstes kommt dann hier schon mal ein bisschen Einrichtung, auch auf den Dachboden, allerlei Kram. Da bin ich auch sehr drauf gespannt.115 ist der aktuelle Bauschritt. So sieht unser Fortschritt aus und ihr seht hier im Dachgeschoss, ja, da hat sich einiges getan. Da wurde ja eine ganze Menge an Möblierung eingebaut und bevor ich jetzt hier das Dach weiter hoch aufbaue und ja, diese ganze Sektion hier abschließe, dachte ich, schauen wir nochmal rein, solange man das noch so schön sehen kann. Ich klappe dafür nochmal hier unser Häuschen auf und wir schauen mal rein. Wie gesagt, Einrichtung habe ich ja hier gebaut. Wir haben einmal hier vorne direkt, sieht man einen kleinen Totenschädel stehen, ja, so ein Minifigurenkopf. Dann haben wir hier nochmal einen Knochen, ja, unter so einer Kuppel, also so ähnlich wie, wo haben wir es denn hier unten? Das Herz unter der Kuppel, haben wir da oben einen Knochen unter der Kuppel. Und dann super schön ist das Teil hier, das ist ein Grammophon, also ein Plattenspieler. Und also der ist mal richtig schön gemacht. Hier der Aufdruck, das ist dieser Plattenteller, das ist ein Aufkleber gewesen. Die waren leider nicht völlig rund ausgestanzt. Also da war der Ausschnitt ein klein wenig von der Seite abgewichen. Aber fällt so nicht großartig auf. Dann hier der kleine Scheibenwischerhebel als Tonabnehmer. Also schön, also echt schöne Sache. Und hier vorne das Teil,
Das ist ein Helm, so ein alter Conquistadore-Helm oder sowas in die Richtung. Aber man kann sofort erkennen, was das sein soll. Das ist ein Plattenspieler. Dann haben wir hier nochmal so ein Einmachglas stehen, eine alte Flasche und hier nochmal eine Truhe. Da kann man, genau, da kann ich euch das genau zeigen. So haben wir hier nochmal eine Platte und ihr seht schon, dass hier der Ausschnitt, dass das alles nicht mittig ist. Also da ist das beim Ausstanzen irgendwie verrutscht und das wurde dann nur hier auf so eine schwarze Fliese aufgeklebt. Und da unten drunter haben wir nochmal so einen Stapel Zeitschriften, wo dann auch so eine alte Zeitung noch oben drauf liegt mit, naja, habe ich euch ja ganz am Anfang schon gezeigt, was da drauf steht. Sehr schöne kleine Geschichten. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Auch dort haben wir einmal hier eine alte Muskete liegen, dann hier die schöne alte Truhe. Wenn ich die mal aufmache, sehen wir, da liegt ein Zylinder drin. Also ein alter kleiner Hut. So, hier Zylinder, sehr schön. Wieder zurück in die Truhe und Klappe zu. Dann haben wir auch hier wieder einen Zeitungsstapel. Also auch das eine Fliese mit Aufkleber. Night Out comes to town, catch a zombie, win a big prize. Ja, Monster Rock. Also einfach nur eine Fliese auf einen 2x2er Stein draufgeklebt, Aufkleberchen drauf und schon haben wir hier auf dem Dachboden unseren Zeitungsstapel stehen. Auch sehr schön. Dann hier nochmal ein Einmachglas, dann hier so eine, ja, so eine Bütte und dort liegt dann noch ein alter Ritterhelm drin mit Federschmuck oben drauf und das liegt dann einfach nur ganz lose da drin. Ja, und das wäre dann unsere Inneneinrichtung und ihr seht, was ich auch sonst hier gebaut habe. Diese, ja, Holzregale wurden hier rumgezogen, einmal hier komplett und dann, ja, wurde jetzt hier einfach nach oben gebaut. Hier mit diesen Einmaleinsern, die Einmalzweier mit dieser Wellung hier drin. So wird das Ganze jetzt hier hochgezogen und wenn ich jetzt nochmal zumache, dann könnt ihr auch sehen, dass wir den Anfang vom Dach ebenfalls schon gebaut haben. Upsala. So, zubleiben. Da haben wir das hier, die erste Dachreihe, die wurde schon gebaut und ja, da kommt jetzt noch eine ganze Menge mehr. Da hinten liegen die Steine fürs Dach. Und da ist noch was vom Dach. Das wird ja hier so ja, etwas spitz zulaufen. Und ich denke, das wird dann unser nächster Bauabschnitt werden, dass jetzt hier das Dach weitergebaut wird. Noch einmal kurz der Überblick für euch, wie es aussieht. Und dann geht es auch schon weiter. Und es sind ja nur noch 20 Seiten an der Anleitung. Und dann sind wir auch schon fertig. Mein Gott, wie schnell die Zeit hier vergeht. Auf Seite 75 sind wir, 95 Seiten haben wir und jetzt geht es hier weiter mit dem Dachaufbau. Aha, da ist sie nun, die Gewissheit. Freunde, mir fehlte tatsächlich hier ein Teil. Ihr erinnert euch vielleicht, im allerersten Video habe ich ja so einen 1x1er Stein, also Brick Modified mit Noppe zur Seite hin in Weiß vermisst, habe den einfach hier durch so einen grauen ersetzt und dachte, eventuell taucht das Teil ja wieder überall auf. Aber ihr seht, das ist jetzt hier schon recht übersichtlich geworden mit meinen Teilen und der weiße Stein ist nicht mehr aufgetaucht und hier hat mir jetzt gerade so ein grauer gefehlt. Den konnte ich aus meiner Ersatzteilkiste ersetzen, kein Problem, aber wir halten fest, ein Fehlteil bisher. Und ja, das ist bei über 2000 Teilen dennoch ein guter Schnitt. Und bevor es jetzt hier weitergeht mit dem nächsten Bauabschnitt, wo dann hier das Spitzdach und vorne das Gartentor mit Zaun gebaut wird, dachte ich, gucken wir noch mal kurz drüber, wie weit ich jetzt hier gekommen bin. Denn ihr seht, hier der Dachboden, der ist komplett zu. Wir haben ihn geschlossen. Wir haben hier noch mal ja ein Fenster eingebaut, allerdings ganz ohne Scheiben, ohne Aufkleber, mit eine Latte wieder davor mit dem Fensterladen, den man verstellen kann. Kennen wir alles schon. Ganz schön hier dieser Erker, der rausgearbeitet wurde, auch hier mit diesen strukturierten Steinen an den Seiten. Das gefällt mir echt gut. Dann haben wir hier wieder ein Fenster vernagelt, hier wieder ein Fenster vernagelt und hier wieder ein Fenster vernagelt. Gehen wir weiter rum zum Schornstein. Ihr seht, das ist schon jetzt ein richtig langes Teil geworden. Und dann haben wir hier oben auch den Abschluss jetzt vom Schornstein, wo dann hier ja im Endeffekt ja der Rauch und was da alles so rauskommt, rauskommen kann. Oben mit so ein paar Fliesen abgeschlossen. Kann sein, dass hier an die Seite wahrscheinlich auch noch was kommt. Genauso wie das hier an der Rückseite gemacht wurde. Da waren auch diese beiden Noppen und da kam dann eine 1x2er-Fliese drüber. Wir haben auch hier oben wieder diesen Handlauf mit den Schraubenschlüsseln, 22 Stück an der Zahl. Damit haben wir dann hier den oberen Abschluss gebildet. Genauso wie das auch schon hier bei dem
Ja, muss ich ganze 2 Etagen runtergehen, wie das auch hier schon bei der Terrasse der Fall war. Gleiche Vorgehensweise hier oben auf dem Dach. Und ganz oben auf dem Dach, ihr seht es da hinten schon, ja, da haben wir eine kleine Fledermaus hingesetzt und die ist doch echt süß. Schaut sie euch an, die kleine schwarze Fledermaus, die ganz oben auf dem Dach sitzt. So, wenn wir nochmal reinschauen wollen, ja, also viel gibt es da jetzt nicht mehr extra zu sehen. Wir haben hier oben die Innendachfläche ausgebaut, Platten drüber gezogen, genau das gleiche hier. Deswegen ist es jetzt hier auch relativ duster schon drin geworden. Deswegen haben wir vorhin mal genau reingeguckt, was wir hier haben. Also Platten und ja, so sieht das Dach dann jetzt aus. Ich kann es schließen und das Häuschen, ja, macht einen ziemlich fertigen Eindruck. Ist es ja aber noch nicht, denn so ein paar Seiten habe ich noch, 10 Stück insgesamt. Und dann mache ich jetzt noch mal weiter. Und wir sind fertig, Freunde. Kommt rein, schaut euch mal um. Ja, ihr seht, da steht es nun, das Geisterhaus, und es ist völlig fertig. Und ich hatte tatsächlich nur ein einziges Fehlteil, aber dafür noch ein paar Teilchen übrig gehabt hier am Ende. Da könnt ihr sehen, ein paar Kleinteile, Fliesen etc. Also nichts besonders Interessantes, aber jetzt schauen wir hier mal genau rum. Ihr habt schon gesehen, hier ist das Eingangstor, das Gartentor. Das ist nett gebaut, kann man schön irgendwie da vorstellen. Geht dann auch hier ganz leicht auf und man kann es dann auch schließen. Oh, nettes kleines Zubehörteilchen. Es gibt übrigens noch viele tolle, also Krusel-Klemmbaustein-Zubehörteile, die man auch bei AliExpress kaufen kann, habe ich gesehen. Vielleicht werde ich das damit noch ein klein wenig aufpimpen. So, also das Tor haben wir abgehakt, stelle ich mal hier rüber und wir sind beim Haus gelandet. Und ich habe hier auch noch ein paar Minifiguren gebaut, unter anderem hier unseren Frankie Frankenstein. Ja. Da sieht das Kopfteil ein klein bisschen merkwürdig aus, passt von der Farbe nicht so ganz zum Rest, aber ja, man kann zumindest erkennen, wer es sein soll. Wenn ich jetzt mal hier hochgehe, sehen wir natürlich hier unsere Vampir-Lady, die kennt ihr ja schon. Das ist die Dame mit der falschen Frisur, gefällt mir dennoch ganz gut. Und wir schauen mal weiter hoch, können wir sie sehen? Und nee, wir müssen richtig hochgehen. Ihr seht, dort haben wir nämlich noch eins und zwei Gespenster, die wir ja gebaut haben. Und die habe ich dann mal hier so dran gemacht, als würden sie ums Haus rumfliegen. Und ja, das ist jetzt nichts Besonderes, außer es ist zu erwähnen, ihr seht, dass hier dieser Überzug nicht ganz bis auf die Schulter runtergeht. Komischerweise. Und eigentlich soll hier noch eine 1x2er, also ein 1x2er Stein dazwischen sein. Dann schaut das aber alles hier unten raus. Den habe ich weggelassen bei beiden Figuren. Also ja, hier so einer. Der hätte hier noch dazwischen gesollt oder gemüsst. Habe ich weggelassen. Hätte er nämlich noch merkwürdiger ausgesehen. Also haben wir hier noch die zwei Gespenster, die hier ums Haus rumspuken. Und ja, schaut euch das Haus mal an. Wir haben hier unser Türmchen jetzt gebaut, der obere Abschluss. Das sieht echt schick aus, gefällt mir von der Optik einfach sehr gut. Dann haben wir hier die obere Abdeckung, die, nee, ich dachte schon, die hätte sich gelöst. Die, ja, ist relativ unspektakulär, aber wir haben hier noch den Schornstein. Da habe ich auch nochmal eine nette große Spinne dran gepackt. Wunderschön. Und ja, sagt mal selbst, also von der Optik her finde ich, ist das hier äußerst gelungen. Gefällt mir richtig gut mit den vielen Rollläden, die hier verstellt werden können. Und diese ganze abgeranzte Optik sieht einfach klasse aus. Also das hier ist ein Set, das macht beim Bauen einfach richtig viel Spaß. Richtig viel Spaß. Kann ich so nur weitersagen. Also probiert es gerne aus, baut das Ding. Ihr könnt es bestellen bei AliExpress, Lieferung aus Spanien, kein Zollstress. Um die 70, 75 € und dann könnt ihr hier so ein geiles Ding bauen. Ich hatte auf jeden Fall riesig Spaß damit. Hier nochmal die Rückseite. Wie gesagt, da wurde sicher nicht allzu viel Mühe gegeben. Da gibt es hier nur ein paar Fensterchen und dann hier die Rückwand. Ja, wenig zu entdecken, aber reicht aus. Aber das meiste zum Entdecken gibt es ja sowieso hier in der Innenseite, im inneren Bereich. Und
Ihr habt im Prinzip alles gesehen, außer der einen Minifigur. Hier unten der Koch, den habe ich noch gebaut und habe ihn natürlich direkt hier in die Küche reingesteckt. Hat einen netten Druck und das Gesicht, ja, das kommt uns schon irgendwie bekannt vor. Denn das ist genau das gleiche Gesicht, das auch hier oben viermal auf den Säulen drauf sitzt. Also das sind, ja, vielleicht waren das die früheren Köche, die keine gute Arbeit geleistet haben. Keine Ahnung. Ach, schaut mal her. Ich vermute gerade, was die Spinne kommt wahrscheinlich hier aufs Spinnennetz drauf und nicht oben an den Schornstein. Ja, das würde natürlich auch gut passen. Ich schau mal, ob ich sie hier so dran gesetzt bekomme. So, passt. Spinne sitzt im Spinnennetz. Ja, man kann die natürlich auch sonst wo hinsetzen, wie einem das hier am besten gefällt. Gehen wir noch einmal kurz durch. Wir haben hier unten die Küche mit Topf, mit Flasche, mit Glas, Herd. Und da unten war ja das eine Fehlteil, das ich dann aus meiner Ersatzteilkiste ersetzt habe, jetzt später. Unser Koch, Spinnennetz mit Spinne. Dann haben wir hier den schwenkbaren Kamin mit dem Schiff in der Flasche hier oben drauf, auch sehr schön. Hier unten dann ja ein leerer Raum, da könnte durchaus noch was reinkommen. Unser Treppenaufgang in den ersten Stock. Und da haben wir dann hier einmal ein Bildchen hängen. Ist alles ein bisschen dunkel jetzt hier geworden. Dann haben wir hier die Briefecke mit dem Tintenfässchen, der Feder, dem Brief, dem Tisch und hier dem kleinen Beistelltisch mit Glas und Flasche. Und im nächsten Raum hätten wir dann unser Schlafzimmer. Und da habe ich hier nochmal das Bild der Mumie, unseren schönen Schrank, ein Bild vom Frankenstein, hier die beiden Lampen, das Geweih, das schöne eingemachte Herz, natürlich unser etwas unbequemes Bett mit Lattenrost und der gute Herr Dracula, der hier auch schon ganz schön fies eigentlich guckt. Hinten dran haben wir die Pflanze und da habe ich jetzt eben noch die beiden Bilder hier aufgehangen. Das ist einmal ja Herr und Frau Dracula scheinbar. Die haben hier, ganz am Ende waren die noch über und ich habe nirgends gesehen, wo die drankommen, aber hier waren noch zwei Noppen und dann habe ich die da einfach mal dran gemacht. So, aber wo ist der Treppenaufgang für den ersten Stock? Ja, den gibt es ja eben nicht, aber dafür, lasst mich mal schauen, ich taste hier mal, gibt es ja hier unsere Leiter, die wir nach unten fallen lassen können und dann hier runterklappen und dann kann man hier auch, so, und dann kann man hier auch über die Leiter schön hoch auf den Dachboden kommen. Hier ist dann die Luke, unser Zeitungsstapel und der ganze andere Kram, den habe ich euch eben ja schon gezeigt. Also echt schöne viele kleine Details, die hier eingebaut wurden. Und das macht dann auch richtig Freude und bringt so ein Set dann auch ja ein bisschen zum Leben. Und ganz oben auf dem Dach, wie gesagt, haben wir unsere beiden Gespenster. Hier hinten in der Ecke die kleine Fledermaus und unseren schönen kleinen Spitzturm, der dann die Geschichte hier zum Abschluss bringt. So, ich mache mal eben hier nochmal das Ganze zu. Leiter einmal hoch. So. Und dann können wir das ganze Modellhaus nochmal schließen. Und damit schließe ich dann auch hier diese Bauvideoreihe ab, Freunde. Erst einmal, denn es kommt ja noch was, ich habe es erwähnt, ich habe hier noch eine tolle LED-Beleuchtung, wo dann so ein schönes, grünes, gruseliges Licht hoffentlich hier das ganze Haus erstrahlen lässt. Das werde ich euch auch noch zeigen, aber in einem separaten Video. Für jetzt wäre es das gewesen, Freunde. Wie gesagt, alle Links findet ihr hier unten in der Videobeschreibung, wo ihr das Häuschen hier kaufen könnt, das Originalhaus, wie auch den China-Nachbau, den ich hier gebaut habe. Es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und von mir gibt's einen Daumen hoch. Das hier ist eine Bauempfehlung, die richtig Freude bringt. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.